Die natürliche Unklarheit von Flüchen von Lydia von Bredewort. Wo hatte Ciri das her? Eine Widmung für den Baron und seine Frau. Offenbar hatten sie hochrangige Freunde in Vysima. Die müssen Ciri gehört haben. Offenbar hatte sie es eilig zu verschwinden. Schwalbe, Schwalbe, Dornengestrüpp. Du bist also Gretka. Genau. Und du bist Geralt. Woher weißt du das? Weil du weiße Haare hast und ein Medaillon, das wie ein Wolf aussieht. Ciri hat mir von dir erzählt. Du und Ciri habt wohl viel geredet. Oh ja. Hat sie gesagt, wo sie hin wollte oder was sie hier gesucht hat? Sie hat gesagt, dass sie nach dir und nach einer Zauberin sucht. Aber du bist hier, also hat sie dich wohl nicht gefunden. Ich frag mich, ob sie ihrem Freund geholfen hat. Ciri wollte einem Freund helfen? Weißt du, wer das war? Was meinst du mit wer? Ihr Freund. Sie sagte, er wäre in Schwierigkeiten und sie müsste ihn retten. Weißt du, wo Ciri ist? Nein. Einmal habe ich ihr Frühstück gebracht und da war sie weg. Der Baron hat mir gesagt, dass sie gegangen ist. Hast du nicht gefragt, wo sie hin ist? Doch, aber er meinte, ich wäre zu klein und würde das nicht verstehen. Aber Ciri hat mir ein Geschenk dagelassen. Ein Geschenk? Ja, das hier. Ein grünen Stein. Ein richtig schönes Geschenk. Versteck ihn gut, zeig ihn keinem. Er ist sehr viel wert. Erkennst du das? Mein Kreisel? Wo hast du ihn her? Ich habe ihn in Ciris Zimmer gefunden. Gehört er dir? Ciri hat ihn für mich gemacht, als ich traurig war. Wir haben manchmal in ihrem Zimmer gespielt. Schade, dass sie gehen musste. Danke, Gretka. Viel Spaß. Aber ich spiele nicht. Ich helfe. Schneller. Ja. Weiter so, Plätze. Langsamer.